Ja, hallo liebe Freunde von Krypt-TV. Da hört es, das Glockenspiel von Salzburg. Ach schön, gell, wie das glockt. Aber um das Glockenspiel von Salzburg geht es heute nicht, sondern es geht wieder um einen netten Spaziergang. Ihr seht es hinter mir, sind wieder ein paar nette Leute zusammengetroffen und dann werden wir einen schönen Spaziergang durch die Stadt machen. Und wie gesagt, freut mich, dass ihr dabei seid heute. Und schauen wir mal, was aus dem heutigen Abend wird. Den Montag, den 11.01.2021 um 18 Uhr. Wow, ich bin so froh, dass wieder so viele Leute gekommen sind. So, jetzt melde ich mich noch einmal. Jetzt geht's los, ihr seht's, wir fangen das Spazieren an. Es sind ein paar Leute wieder zusammengekommen. Und somit, let's go on! Du schaust, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. Ja. Kommen wir uns mal ja nicht so nahe, gell? Nein. Sonst, 1,5 Meter. Sonst zeige ich sie an. Sonst leite mir ein Strafmandatsverfahren ein. Ja, schon mal. Hey, grüß dich. Grüß euch. Sechs wieder einen Haufen Kerzenträger unterwegs. Ich habe jetzt nochmal ein Video zu machen. Ich habe dann gefragt, ob ich auf Englisch drauf erkennbar bin. Ne? Nicht, dass es da Klagen gibt. Okay. Aber das war es eigentlich okay. Wieder. Nur die Daten aufgenommen. Ja, ja, und jetzt werden sie eben dann im weiteren Verlauf Heute sind wir breitflächiger unterwegs, ha? Jetzt wird es aber mit dem Abstand wieder schwierig, wenn der da so statisch im Weg kommt. Ein Lichtlein brennt, ich bewege mich nicht. Das ist ein cooles Teil. Aber dann ist halt ein Spaziergang. Ja, bei der Plattenbekündigung vorne dem Virus. Ja, wir sind ja auch ein Interesse
Was sagt ihr da für Büchlein mit? Das ist ein Buch, was immer spannender wird in dieser Zeit. Es gibt das in 70 Sprachen übersetzt, hat weltweite Verbreitung gefunden, ist in Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben worden und deckt Geschichte mal von einer. Wollen wir weitergehen dabei? Okay, interessant. Und da geht's um? Da geht's um eigentlich Geschichte. Und es deckt Fakten aus der Bibel auf. Okay. Aha. Möchten Sie eins haben oder nicht? Ich habe die Bibel sehr gut studiert, also bin gut informiert. Ich glaube,
Ja, genau. Und die Lieder fliegen. Es hat kein Thema noch gegeben seit dem 6. Ist ein Turnierkampf. Neues Unterrichtsfach in Österreich, Distance Learning. Ich schau, du bist jetzt ein Turnierkämpfer. Was der jetzt, sie sagen jetzt Schnee und dann ist nur mehr anstrengender zu mir. Da fühlt man sich gleich sicherer mit dem Abstand, gell? Wer braucht heute noch körperliche Nähe? Aus dem Puff, aber das ist sehr erlaubt. Ja, mit Ganzkörperkondomen. Aber das war doch klasse, dass die noch über den Steg aufmachen. Die Polizisten sind so schimpfen, eh bitte auf Video. Furchtbar, furchtbar. Jeder braucht sein Hobby, Ricci. Gerade in der Zeit, wo es so langweilig geworden ist. Wie heißt das? Armus. Thank you.
Wenn wer heute noch Interesse hätte, ich hätte Flyer mit, ein Flyer für die Kinder, wo es um die Masken geht, und ein Flyer für die kommende Demo in Wien. Wäre gut, wenn es vielleicht noch ein paar fleißige Helfer gab. Also wenn, dann bitte bei mir melden. Ja, ich würde auch noch gerne was dazu sagen. Am 16.01. um 13 Uhr am Heldenplatz ist Großdemonstration in Wien bzw. Spaziergang. Wir sehen noch, wie es rausläuft. Es haben sich alle Organisatoren und Gruppen aus Österreich zusammengetan und arbeiten zusammen und ziehen an einem Strang, um da einen ruhigen, friedlichen, gemeinsamen Tag zu organisieren, wo wir alle Österreicher zusammenkommen können, damit wir zeigen können, wie viele wir inzwischen sind, die das Ganze kritisch betrachten und uns wieder ein freies, friedliches Österreich wünschen. Ich hoffe, dass viele von euch kommen werden. Dankeschön. Ja, Montag, nächsten Montag, Mittwoch. Okay. Genau, also nächsten Montag wird hier nichts stattfinden. Außer ihr geht es trotzdem. Sonntag weiß ich nicht. Ja, aber spazieren gehen könnt ihr immer. Genau. Da kann der Uni sein. Genau. Wir gehen ja auch nicht spazieren. Also, gut.